Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ihr könnt schon sehen, wir befinden uns hier gerade an der Düsseldorfer Königsallee. Kannst einmal so heftige Rumschwenkungen machen. Hallo. Zusammen mit Gianni und einmal Kell hinter der Kamera. Kannst einmal... Und zwar gibt es heute einen kleinen Shopping-Vlog verbunden mit einem kompletten Vlog über das ganze Wochenende. Das heißt, ich werde jetzt so einen kleinen Shopping-Vlog in Düsseldorf drehen, nur ganz entspannt. Wir werden uns ein paar Sachen kaufen auf jeden Fall bei Dior, Louis Vuitton und so weiter, wenn wir jetzt überall vorbeischauen. Und dann gibt es einen kompletten Vlog das ganze Wochenende über. Das heißt, wir werden jetzt das ganze Wochenende bei Kiel verbringen, werden dann nach Köln fahren, bei Kiel chillen, ein paar Videos drehen und so weiter. Es gibt so einen ganzen entspannten Vlog über das ganze Wochenende. Jetzt sind wir, wie gesagt, erstmal in Düsseldorf. Das heißt, es gibt einen ganz entspannten, kurzen, guten Shopping-Vlog bei, ich glaube, 30 Grad. Heute ist es wirklich todesheiß. Ich bin auch hier gerade im Schatten. Es ist trotzdem anders heiß. Und jetzt würde ich sagen, checken wir noch ganz kurz das Outfit ab. Die Off-White Prestos, die ich glaube ich seit, ich glaube, einem Jahr nicht mehr getragen habe. Für den Sommer sehr, sehr wilde Schuhe. Snocksocken, Destructive Hose zugeschickt bekommen. Schau, es geht raus. Goyard Bag und Harley Davidson Vintage T-Shirt. Sehr, sehr nice. Und jetzt würde ich sagen, checken wir die Läden ab. Los geht's. Wir waren jetzt bei LV, eigentlich wie immer, hoffnungsloser Fall, wieder, keine Ahnung, immer dasselbe am Start, nie was Neues, bockt eigentlich gar nicht. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde angestanden gefühlt, gehen jetzt rüber zu Bräuninger, gucken, was da abgeht, wird wahrscheinlich auch wie immer dasselbe sein, da gibt es auch irgendwie nie mal irgendwas Nices da am Start, ist ein bisschen wack, vor allem, weil wir irgendwie alle Bock hatten, jetzt irgendwas Nices zu holen. Wir checken jetzt mal Bräuninger ab, mal gucken, was da so abgeht. Geile Jacke, zieh ich mir halt instant. Auch geil. Alle, die aus Düsseldorf kommen, könnt ihr mir mal verraten, was das hier jetzt wird? Also Real Talk, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sehr, sehr wild sieht das aus. So, Freunde, wir haben jetzt hier einmal diese Root Jacke. Ich muss sagen, wirklich geisteskrankes Ding. Vom Fit wirklich sehr geil, so ein bisschen cropped, breiter geschnitten. Den Streifen hier finde ich auch wirklich sehr, sehr geil. Ist runtergesetzt von, ich glaube, 730 auf 500. Sehr geiles Ding für den Sommer. Also eigentlich ein L, aber ich muss sagen, wirklich geile Jacke. Mal gucken, vielleicht wird das Ding ja mitgenommen. Wir schauen mal weiter, ne? Ey, Johnny hat hier jetzt so eine Filling Pieces Hose gefunden. Ich muss wirklich sagen, sehr, sehr geil kommt die, vor allem auf die LV Trainer. Am Anfang dachten wir alle so, Digga, aber jetzt irgendwie, nice Ding. Mein wildes Namensschild. Super, danke. Schönen Tag. Ciao. So, wir waren jetzt bei Bräuninger, konntet ja gerade ein paar Einblicke sehen. Gianni hat sich was gezogen. Was genau, habt ihr, glaube ich, eigentlich auch schon grob gesehen. Aber es wird auf jeden Fall ein Video... Auf jeden Fall wird es ein Video geben, wo wir euch unsere Einkäufe zeigen, falls jetzt noch ein paar Einkäufe dazukommen. Ich habe auch noch ein kleines Pack-Opening am Start, weil ich habe mir noch was bestellt, was auch noch im Auto liegt. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch so ein kleines Pack-Opening geben. Jetzt gehen wir erstmal rum. Jetzt geht es noch zu Dior, zu Prada. Bei Dior will ich mir auf jeden Fall was holen. Wenn nicht, bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ich würde sagen, jetzt geht's zu Dior, zu Prada und gleich gibt's ein sehr, sehr wildes Eis. So, Freunde, jetzt geht's einmal zu Prada und einmal zu Dior. Inshallah gibt's nice Sachen. Ich wünsche uns Glück. Zeig mal den Hut, Kill. Kill. So, Freunde, wir haben uns jetzt hier, beziehungsweise ich habe mir was Schönes bei Dior gekauft. Was ich mir genau gekauft habe, werdet ihr dann im nächsten Video sehen, und zwar in dem kleinen Fashion-Unboxing. Jetzt würde ich sagen, steppen wir noch kurz zu Gucci, weil Kiel da wegen dem Hut gucken wollte. Wir waren auch gerade schon bei Prada. Ich kann euch jetzt mal ganz kurz einen Clip einblenden. So, Freunde, Kiel und ich haben uns hier gerade einen Hut gezogen. Wow. Frische Seiten. Danke. Wir haben da auch Hüte probiert. Leider, was haben die gekostet? 350 Euro oder so. Absoluter Schmutz. Schon mal die ersten beiden Cops, Dior, Bräuninger von Gianni. Und jetzt geht's weiter. Scheiß mal auf Gucci, ab geht's zu Burberry.
So Freunde, wir sind jetzt einmal hier bei Burberry in der Umkleide und ich habe hier so eine Badehose gefunden, beziehungsweise kann man die auch als kurze Hose tragen. Ich werde die auf jeden Fall jetzt mal anprobieren und dann werden wir gucken, wie das Ganze fittet. So, das hier einmal die Burberry Badehose. Finde ich, muss ich sagen, sehr, sehr geil. Hat auch einen guten Stoff, fittet gut. Aber ob ich jetzt wirklich Bock habe, da 290 Euro für eine Badehose liegen zu lassen, ja, ist noch wieder eine andere Sache. Nur übrigens, Shoutouts gehen raus an diese ekelhafte Wunde. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier zurzeit im Burberry Store. Ich persönlich habe jetzt den Hut anprobiert. Preislich ist ein ganz übles Ding, aber da gucken wir nicht drauf. Gianni hat gerade auch eine Jacke an. Kauft er die? Weiß ich nicht. Oh. So Freunde, Gianni hat jetzt hier einmal diese Reversible Burberry Jacke. Sehr, sehr wild, Alter. Sie ist besser, ne? Okay. Das ist jetzt eine M. Das ist eine L. Was nehmen die mit? Das ist der M. Das ist die M. Yeah. Freunde, es gibt auch auf Entspannten ein kleines Köpfchen bei Kiel. Sehr, sehr nice hier mit dem ganzen Wald. Geiler Wald. So Freunde, wir befinden uns jetzt hier einmal in meinem Auto, da dieses Video eh erst nach dem Autovideo kommt. Es ist auch egal, dass ihr es jetzt hier so ein bisschen seht. Und zwar fahren wir nämlich jetzt kurz zur Waschstraße, denn... Ja, kurz Panorama doch hier zumachen. Nee, das ist wir fahren jetzt einmal ganz kurz zur Waschstraße, das Auto kurz fresh machen. Dann wird das Autovideo auch abgedreht, kommt dann von mir aus gesehen am Sonntag online. Hoffentlich, wenn ich das schaffe, wir fahren jetzt wie gesagt zur Waschstraße, machen es ready. Dann wird das Ganze gefilmt, wir suchen uns hier irgendwo eine coole Location aus hier bei Kiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Waschstraße wieder, wenn das Ganze hier frisch gemacht wird. Da leider die Waschstraße auch spontan doch zu hat, macht Gianni ganz kurze Hand das Auto mal kurz selber sauber. So Freunde, wir haben jetzt gerade mein Autovideo fertig gedreht. Es gab echt viele Turbulenzen hier und da. Also ja, mit hier Platzverweis und keine Ahnung was, keine Drehgenehmigung, voll der Müll. Auf jeden Fall ist das Video fertig gedreht, wir haben es geschafft. Es kommt von mir aus gesehen hoffentlich am Sonntag online. Wenn es online ist, habt ihr es gesehen. Wenn nicht, dann solltet ihr es jetzt mal abchecken. Wir werden jetzt noch einen chilligen machen, zu Kiel fahren. Er spart noch einen Kopf rauchen, dann irgendwann pennen gehen. Auf jeden Fall hatte ich gestern Abi-Feier, deswegen viel getrunken und so. Ihr kennt das alle und deswegen habe ich echt wenig geschlafen. Dementsprechend sehen wir uns entweder heute Abend bei Kiel noch oder spätestens morgen in Köln. Denn morgen, Freunde, geht's nach Köln auch noch mal ein bisschen shoppen, was essen, dies, das. Deswegen seid gespannt und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder gleich oder morgen. So Freunde, wir haben tatsächlich jetzt schon den nächsten Tag. Das heißt, ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Gestern ist nichts passiert, wir waren noch im Casino. Die Jungs haben ein bisschen was verzockt. Ich habe ein bisschen was gewonnen, aber ja, war jetzt nichts Krasses zum Filmen, deswegen habe ich gedacht, komm, filmst du nichts mehr. Jetzt fahren wir tatsächlich nach Köln, wollten was frühstücken, gehen bei Café Bur. Weiß selbst auch noch nie, bin mal gespannt, wie das ist. Dann geht es ein bisschen in die Innenstadt, ein bisschen noch shoppen. Ich habe gehört, neuer LFDY Drop ist auch heute. Juckt mich jetzt tatsächlich nicht so krass, aber wir gucken, was in Köln so geht. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, Kickdown nach Köln. Oder kommt lauter, mein Lord. Meine Nachbarn sind Polizeiwagen ist das. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich in Köln wieder. Let's go. So, Freunde, wir sind jetzt in Köln angekommen. Kannst ja ganz kurz mal die mega nice Straße. Köln. 8 Monate Susi, geil. Ja, wir sind jetzt in Köln, gehen jetzt zu Café Bur. Wir haben gerade schon gesehen, ist eine Schlange vorm Laden. Wir werden uns jetzt mal anstellen, mal gucken, wie lange es dauert. Uns wurde gesagt, 10, 15 Minuten. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich glaube, du warst auch noch nie da, oder? Nee. Ich war auch noch nie da. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Und ihr werdet gleich ein paar Einblicke bekommen. Wir gehen jetzt dahin. Wir haben echt gar keinen Hunger eigentlich. Aber es geht jetzt los. Let's go. Bockt sich halt mega die Schlange. Geil. So Freunde, gerade noch erfolgreich bei Card gewesen, der Junge. Können wir euch auch alles in einem anderen Video zeigen, wo es das Pack-Opening gibt. Und wir waren gerade noch bei Card. Ich konnte gerade nicht filmen, weil dies, das, Maske vergessen, bla bla. Jetzt geht's weiter. Wie ihr gerade gesehen habt, waren wir gerade bei Carhartt bzw. Kiel. Er hat was gekauft, seht ihr alles im Video, was noch kommt, wie gesagt. Ich bin nicht reingegangen, ich habe meine Maske liegen lassen, passiert. So. Kleines Fazit zu Café Bur. War sehr, sehr geil, war auch sehr angenehm. Kleiner Fun Fact, SSIO, falls ihr ihn kennt, saß neben mir, saß die ganze Zeit neben mir einfach. War ganz gut, kleiner Einblick bekommt ihr auch jetzt.
Ja. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter zu Kiel. Jetzt machen wir ganz entspannt bei Kiel. Schön Pfeife rauchen, Bundesliga gucken. Das Autovideo wird jetzt weiter geschnitten, was am Sonntag, wie gesagt, online kommt, von mir aus gesehen. Und jetzt geht's weiter zu Kiel. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, sind wir gerade bei Kiel zu Hause, hier auf dem Balkon, Terrasse, was auch immer das hier oben ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den Mittag verbracht, bisschen Bundesliga geguckt, Pfeife geraucht, bei Tipico nichts gekommen, danke dafür. Jetzt, so wie es aussieht, fahren wir gleich nochmal nach Köln, das heißt zum zweiten Mal heute, denn wir wollen, und da haben wir richtig, richtig Bock drauf, gleich zum Mangal was essen gehen, schön türkisch, bisschen noch zu LFDY gehen, weil die Schlange dort sehr, sehr lang war. Danach geht's zum Mangal, bisschen was essen, das war's auch schon mit dem Tag. Ich habe wirklich keine Lust, die Kamera irgendwie da mitzunehmen zu LFDY und hier nach Köln. Ich werde dann, wenn ich ein paar Aufnahmen mache, ich werde mit dem Handy machen. Ja, weil so krass. Voll also, kurz mal Orkan, Digga. Weil ich denke mal, so krass viel wird dort nicht passieren. Deswegen, wenn es Aufnahmen gibt, wird sie kurz mit dem Handy auf spontan geben. Und dann nähert sich dieser Vlog auch schon dem Ende hin. Ja, viel mehr haben wir nicht erlebt. Wir sind eigentlich nur am Chillen. Wir waren halt, wie gesagt, shoppen in Köln, Düsseldorf und so weiter. Der Orkan schlägt auch jetzt wieder. Boah, heiß, Alter. Wenn es noch Szenen gibt, sehen wir uns in den nächsten Szenen. Sonst sehen wir uns in der Abmoderation. Ich bin gespannt, was ich noch auf die Beine stelle. Los geht's. So, Jungs. Burgerista ist es doch geworden. Mangal, eine Stunde anstehen, hatten wir jetzt persönlich nicht so Bock drauf. Kommt einmal für den Vlog. Komm. Wie ihr erkennen könnt, ja, bin ich wieder zu Hause. Der Vlog ist zu Ende. In Köln wurde am Ende nicht mehr so viel gefilmt. Es ist auch nichts passiert. Wir waren halt noch essen, sind ein bisschen rumgelaufen. Es ist nicht viel passiert. Deswegen habe ich auch da nicht viel gefilmt, außer ganz kurz das Essen. Generell muss ich sagen, ich habe gar nicht so ausführlich alles gefilmt. Ich habe immer so ein bisschen gefilmt von hier, ein bisschen von da, ein bisschen von da. Deswegen war es nur ein kleiner Shopping-Vlog, verbunden mit halt einem großen Vlog im Gesamten vom ganzen Wochenende. Übrigens, alle Sachen, die in diesem Video gekauft wurden, im Shopping-Teil, alle Sachen, die gekauft wurden, werden alle im nächsten Video vorgestellt. Das heißt, im nächsten Video wird es ein sehr, sehr großes Fashion-Pack-Opening geben, zusammen mit Gianni und mit Kiel. Seid da gespannt, Freunde. Nächstes Video, großes Fashion-Pack-Opening. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn es so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit ich Bescheid weiß. Und schreibt auch bitte in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf mehr solcher Vlogs, weil besonders mir machen diese Vlogs zum Drehen todes Spaß im Sommer, wenn man einfach unterwegs ist, einen geilen Vlog drehen kann. Bockt euch einfach für mich auch und wenn es euch auch gefällt, dann passt das natürlich für beide. Deswegen, Freunde, schreibt es gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein, ciao.